einen wundervollen Montag wünsche ich euch. Wie ihr seht, bin ich gerade in der Küche tatsächlich zugange. Also eigentlich wollte ich Klausur schreiben, aber ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich bin tatsächlich wieder ein bisschen angeschlagen. Also es ist halt wirklich ein bisschen ärgerlich, aber ich habe es mir eigentlich schon fast gedacht, weil mein Freund war letzte Woche krank und irgendwann steckt man sich ja dann zwangsläufig an. Aber weil ich einen ganz schönen Brummschädel habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dachte ich mir, skippe ich heute die Klausur und werde sie tatsächlich erst am Samstag lösen. Aber an sich ist dieser eine Tag Ruhe auch gar nicht so schlecht, einfach weil ich hatte am Wochenende tatsächlich Crashkurs-Wochenende, was bedeutet, ich habe halt Samstag und Sonntag den ganzen Tag mir das prozessuale öffentliche Recht präsentieren lassen und deshalb bin ich auch so ein bisschen durch. Und damit ich morgen wieder fit bin, weil diese Woche beginnt ja auch schon mein Einführungslehrgang in die strafrechtliche Rechtsanwaltssicht, dachte ich mir, mache ich heute dann doch lieber einen ruhigen, verschiebe die Klausur von heute auf Samstag und kümmere mich mal so ein bisschen um so Sachen, die eigentlich schon längst hätten erledigt sein müssen, wie zum Beispiel den Backofen. Ich habe den jetzt die ganze Zeit sauber gemacht, also die ganze Zeit klingt jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber bestimmt eine gute halbe Stunde. Das Backblech auch, das ist so viel angebrannt, das sah wirklich schon eklig aus. Ich habe das als erstes mit Ofenreiniger eingesprüht und habe das jetzt auch nochmal in den Geschirrspüler gemacht, den ihr eventuell auch im Hintergrund hört. Aber das ist so, womit ich mich heute beschäftigen werde. Also mich ein bisschen ausruhen, ein bisschen Haushalt machen und so Zeug, was halt so anfällt. Aber trotzdem in einem Maße, wo ich mich gut ausruhen kann, damit ich auf jeden Fall bis Mittwoch wieder komplett fit bin. Weil im Einführungslehrgang bekommt man ja schon ganz schön viel Input auch. Und wenn man da nicht ganz so auf der Höhe ist, ist es immer ein bisschen beschissen. Aber das Gute ist auch, dass ich tatsächlich meine Aufgaben für meinen Ausbilder schon erledigt hatte und ihm schon am Freitag abgegeben habe. Und er hat mir nämlich letzte Woche ein paar Aufgaben mehr gegeben, weil er weiß, dass ich diese Woche halt Einführungslehrgang habe. Und deshalb wollten wir auch tatsächlich nur am Freitag mal telefonieren, dass er mir am Freitag quasi eine neue Aufgabe gibt. Und ja, deshalb bin ich quasi diese Woche tatsächlich ausbilderfrei, also was zumindest meine Aufgaben angeht. Was mir eigentlich auch ganz gut in die Quere passt, tatsächlich. Aber ja, deshalb würde ich sagen, widme ich mich auch mal wieder dem Haushalt. Und wir hören uns vermutlich morgen wieder. Bye! Hallo meine Lieben, guten Morgen und einen wundervollen Mittwoch wünsche ich euch natürlich. Also für mich beginnt heute der Einführungslehrgang in die Rechtsanwaltssicht Strafrecht. Und das haben wir tatsächlich online, was ich ein bisschen schade finde, bin ich ehrlich. Vor allem, weil es halt 8 Stunden dauert und ich bin ehrlich, irgendwann sackt bei mir dann schon hin und wieder die Konzentration auch einfach ab. Ich glaube, in Präsenz ist es ein bisschen, ja, ich glaube, ein bisschen zugänglicher tatsächlich. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es werden wird. Zumal wir ja auch heute erst unseren Dozenten kennenlernen. Den haben wir auch nicht nur im Einführungslehrgang, sondern auch über die gesamte AG-Zeit. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das werden wird und werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Und ich habe mich heute auch trotzdem fertig gemacht. Zum einen, weil wir die Kamera tatsächlich anhaben müssen, damit halt auch überprüft wird, dass wir anwesend sind, weil beim Einführungslehrgang hat man ja auch Anwesenheitspflicht. Und ja, deshalb ist das hier heute mein entspanntes Outfit of the Day. Also ich habe einfach ein weißes Oberteil an und einen Rock, weil ich mich heute überhaupt nicht nach Hose gefühlt habe. Und ja, so geht's für mich jetzt gleich los und ich nehme euch wie immer mit. Hallo meine Lieben, also der Einführungslehrgang ist jetzt auch schon tatsächlich vorbei, also für heute. Und ich muss gestehen, ja, er war nicht überflüssig, aber es war halt sehr, sehr viel Wiederholung, was ja an sich aber auch klar ist. Wir haben sehr, sehr viel zum Rechtsanwalt generell gemacht, was wir aber auch schon in der Zivilstation hatten, also in der Rechtsanwaltsstation Zivilrecht. Und da gibt es halt nicht sonderlich viele Unterscheidungen. Wir sind ein bisschen mehr auf die Geheimnisträgereigenschaft und auch gerade die Unterschiede zwischen dem Rechtsanwalt im Zivilrecht und im Strafrecht eingegangen. Da gibt es schon hin und wieder Unterschiede und auch im Gebührenrecht gibt es da Unterschiede. Also vor allem, was die Terminsgebühr halt angeht. Aber ansonsten war schon recht viel Wiederholung dabei.
Trotzdem muss ich sagen, dass ich momentan zumindest sehr begeistert bin von unserem AG-Leiter. Also zum einen will er uns auch die Präsentation, die er heute hatte, zuschicken, was ich schon mal wirklich einen riesen Vorteil finde. Weil unser AG-Leiter davor hat tatsächlich uns ausschließlich die Fälle zur Verfügung gestellt, weder Übersichten noch die Lösungen. Und die Lösung kann er uns auch nicht zur Verfügung stellen, einfach weil es Originalfälle aus dem GJPA sind, die noch nicht freigegeben wurden, aber er stellt uns die stichpunktartig und die Anträge, wie sie richtig ausformuliert sind, stellt er uns zur Verfügung. Und dazu will er uns sogar ein paar Skripten mit Übersichten zur Verfügung stellen, was natürlich ein riesen Pluspunkt ist. Und auch im Allgemeinen war heute trotzdem auch seine Vortragsweise eigentlich ganz angenehm. Also auch wenn er hauptsächlich selbst im Monolog geredet hat, was ja aber auch einfach klar ist, ist es trotzdem so, dass er uns bei ein paar Sachen, gerade so zur Gerichtsorganisation oder auch zum Gebühren- und Kostenrecht, was wir halt einfach ja schon hatten, hat er uns erzählen lassen, beziehungsweise uns rangenommen. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut, dass man auch immer mal wieder so ein bisschen, ja, rausgeholt wurde und auch aufmerksam mitverfolgt hat. Das fand ich eigentlich wirklich ganz gut und ich muss gestehen, ich bin sehr gespannt, wie es sich weiterhin noch so gestalten wird und da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Aber für mich geht es jetzt als allererstes was zu essen machen. Bei uns gibt es heute Flammkuchen, einfach weil es super schnell geht und lecker ist. Und es ja jetzt auch wirklich schon ein bisschen fortgeschrittene Uhrzeit ist. Also es ist jetzt um 18.02 Uhr. Und ja, langsam habe ich wirklich Hunger, einfach weil wir auch keine so richtig große Mittagspause gemacht haben. Da habe ich nur immer ein paar Sachen weggesnackt. Aber das steht bei mir heute noch an. Dann werde ich die ganzen Sachen auch noch ein bisschen nachbereiten, was zum Glück nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Und dann werde ich den Tag auch mit Netflix ausklingen lassen. Und ja, deshalb würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bye! Hallo meine Lieben! Also es ist jetzt auch schon tatsächlich der Nachmittag angebrochen. Und ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht, den Einführungslehrgang von gestern nachzuarbeiten und auch schon ordentlich ins Revisionsrecht einzusteigen. Also ich bin da schon echt gut heute tatsächlich vorangekommen an meinem Skript. Ich bin damit eigentlich endlich mal wieder sehr zufrieden. Die Baustelle nervt, ich mache mal wieder das Fenster zu. Aber jetzt gleich habe ich noch Lerngruppe, wo ich auch wieder den Fall vorbereitet habe. Ist tatsächlich auch strafrechtlich, aber diesmal aus der staatsanwaltschaftlichen Sicht. Und ja, das bespreche ich gleich. Und danach geht's wieder los, weil ich wieder mit meinen Mädels verabredet bin in Berlin. Und wir wollen dann eine Kleinigkeit essen gehen und was trinken gehen. Und das ist ja bei uns donnerstags, zumindest soweit wir es hinkriegen, tatsächlich Tradition zum Glück. Und deshalb bin ich auch schon so ein bisschen zurechtgemacht. Aber ja, also das ist so der Plan für jetzt. Deshalb würde ich sagen, in einer Minute beginnt die Lerngruppe. Deshalb geht's mal an den Schreibtisch und ich nehme euch den Tag über wie immer mit. Und das hier ist heute übrigens mein Outfit of the Day. Also ich mag es total gerne. Das Oberteil finde ich richtig süß mit diesem Muster. Und ich finde, dieser Rock passt tatsächlich recht gut dazu. Also den habe ich jetzt auch schon ein halbes, dreiviertel Jahr. Und zusammen mit dem Gürtel finde ich, ist es ein schöner Akzent. Und so geht es für mich auch unmittelbar nach der Lerngruppe nämlich los. Aber wie ich schon meinte, die Zeit drängt auch für die Lerngruppe. Deshalb setze ich mich mal an den Schreibtisch und wir hören uns später wieder. Bye! Also es war wirklich ein richtig schöner Abend, aber es ist jetzt auch schon wieder dunkel geworden, aber tatsächlich von der Uhrzeit geht es eigentlich. Es ist jetzt 22 Uhr, deshalb geht es für mich jetzt auch nach Hause und vergesst nicht, wenn euch das Video gefallen hat, mir einen Daumen nach oben zu geben. Ich würde mich darüber wirklich riesig freuen und wenn ihr mehr Referendariats-Content sehen wollt, würde ich mich auch total über ein Abo freuen. Aber ich würde sagen, für mich geht es jetzt nach Hause und wir sehen uns morgen wieder. Bye!
Hallo meine Lieben und einen wundervollen Freitag wünsche ich euch. Ich habe jetzt gleich wieder Einführungslehrgang und zwar auch wieder online, deshalb bin ich hier zu Hause. Und ja, also heute soll uns das Revisionsrecht erwarten und auch so ein bisschen was zur Klausurtaktik. Ich bin da auch sehr gespannt. Ich habe mich darauf auch gestern eigentlich relativ gut vorbereitet, glaube ich. Deshalb hoffe ich, dass ich auch halbwegs gut mitarbeiten kann. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er es macht. Er hat uns gestern früh auch richtig lieberweise noch so ein Skript von sich geschickt. Also es ist jetzt nur so ein Kurzskript, es sind glaube ich 81 Seiten. Und die konnte ich auch zum größten Teil ganz gut durchgehen. Da waren jetzt aber auch viele Übersichten dabei. Also es war jetzt nicht 81 Seiten Fließtext, um jetzt hier niemanden Angst zu machen. Aber ich fand es tatsächlich recht hilfreich und konnte meine Aufzeichnungen da ganz gut zu ergänzen. Deshalb bin ich eigentlich zurzeit sehr positiv überrascht tatsächlich. Und ja, ich bin gespannt, was diese Einheit bringt. Und würde euch danach dann wieder updaten und sagen, was vorankam, was wir so gemacht haben. Deshalb würde ich sagen, logge ich mich jetzt mal schnell ein, weil in 2 Minuten geht's los. Und wir sehen uns nach dem Einführungslehrgang wieder. Bye! Also mein Einführungslehrgang ist jetzt tatsächlich schon vorbei. Ich finde, es ging tatsächlich relativ schnell. Also klar, wir hatten ja jetzt auch nur 2 Einheiten, aber trotzdem. Heute haben wir tatsächlich fast nur Klausurtaktik besprochen, aber es war ja auch so angekündigt. Wir sind das komplette Revisionsrecht einmal durchgegangen. Und zwar wirklich von allen absoluten, relativen Revisionsgründen der Sachrüge, aber auch generell, wie man das dann in einer Anwaltsklausur aufbaut. Was ich tatsächlich wirklich gut finde. Er ist auch die größten Probleme da so mit durchgegangen, aber es hat sich wirklich ein bisschen gezogen. Also wir haben ja von 10 bis 16 Uhr gemacht und tatsächlich hatten wir nur eine 10-Minuten-Pause zwischendrin. Einfach weil er auch früher Schluss machen wollte, was ich tatsächlich auch sehr begrüße, weil ich meine, es ist der Freitag und hat es halt trotzdem ganz schön geschlaucht. Aber ich finde gut, dass wir das einmal durchgegangen sind. Dann sind wir auch nochmal den zweiten Typ durchgegangen von einer Klausur, die uns da erwarten kann, also eine Schriftsatzklausur, und haben da auch so die Basics besprochen. Und ja, dann hat er sich auch schon verabschiedet mit einer Hausaufgabe. Also wir sollen wieder einen Fall für nächste Woche Mittwoch dann vorbereiten, aber das ist ja eigentlich nichts Neues. Und ja, also bisher bin ich eigentlich tatsächlich recht begeistert, vor allen Dingen auch von dem Skript, was er uns gegeben hat, weil da halt so die größten Stichpunkte drauf sind, die man halt definitiv beherrschen sollte. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut, dass man sowas in der Hand hat. Also da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Und ja, bei mir steht heute auch gar nicht mehr so viel an. Also ich habe jetzt auch schon tatsächlich gegessen. Also es ist jetzt nicht unmittelbar nach dem Einführungslehrgang, sondern wir haben jetzt schon seit gut 2 Stunden Schluss. Ich werde heute aber auch nicht mehr viel machen, bin ich ehrlich. Wir schauen gerade die Marvel-Filme in der richtigen Reihenfolge und sind jetzt gerade mit Captain Marvel durch und dann kommt der Iron Man. Und ja, das werden wir heute Abend, also jetzt gleich, auch schauen. Und darauf freue ich mich auch ehrlich gesagt schon total. Und den Abend halt so ein bisschen ausklingen lassen. Morgen steht bei mir dann tatsächlich auch Klausurschreiben auf dem Plan, weil ich das ja die Woche nicht geschafft habe. Und deshalb dachte ich mir, gönne ich mir heute mal einen entspannten Abend. Und ja, deshalb würde ich sagen, verabschiede ich mich hier auch an dieser Stelle. Ich freue mich riesig, dass ihr bis hierher geschaut habt und bin euch da auch wirklich richtig dankbar für. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt im Bezug aufs Referendariat oder auch andere Fragen, die ich beantworten kann, schreibt es super gerne unten in die Kommentare. Ich gehe darauf auch immer ein. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter, als euch ein wundervolles Wochenende zu wünschen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!